Ralf Weihe, AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, geehrte Damen und Herren, vielleicht schon mal gleich vorab, G7 ist keine Mini-UNO und dieser Antrag, der hätte genauso gut von Rot-Rot-Grün, von einer Rot-Rot-Grünen Regierung sein können. Und als Opposition ist die CDU mit diesem Antrag ein Totalausfall, wie mit vielen anderen auch. G7 war zu Zeiten von Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing 1975 ja zunächst mal als G6 gestartet, ohne Kanada, davor als G5 ohne Italien. Und von 1998 bis März 2014 war G7 sogar eine G8 mit Russland. Wagt es kaum auszusprechen. Ziel war eine eher informelle Wirtschaftszusammenarbeit, die die USA mit Deutschland, Frankreich, Italien sowie Japan verbanden. Ging es in den 70ern oft um sehr Konkretes rund um Wirtschaft und Finanzen. So merkte schon ein Ex-Kanzler Schmidt in den 90ern an, dass bei den ganzen Gipfeleien schon längst nichts Nennenswertes mehr herauskäme und das Ganze eher ein Medienrummel geworden wäre. Repräsentierte G7 damals kaufkraftmäßig noch fast 2/3 des Weltsozialprodukts, so hat sich dies bis heute auf 30% mehr als halbiert. Sinnvoller erschiene eine Formation im Stil der G20, wo auch andere relevante Einzelstaaten und Schwellenländer seit der sogenannten Finanzkrise mitmachen und 85% des Weltsozialprodukts vertreten sind. Ab circa 20 Akteuren kann man allerdings schon nicht mehr vernünftig arbeiten, wie Lehrer und Soziologen seit langem wissen. Man könnte das weitgehend zum Ritual gewordene Getue sich also teilweise oder weitgehend ersparen. Altkanzler Schmidt merkte weiterhin an, und ich zitiere dazu die Berliner Morgenpost vom 6. Juni 2015, ohne die Einbeziehung der Schwellenländer wie China, Brasilien und Südafrika und ohne die Teilnahme Russlands sei ein solcher Gipfel nicht mehr zeitgemäß, findet der Altkanzler. Zitat Ende. Und das kleinste G7-Mitglied Kanada ist inzwischen auch von Indien, Südkorea und Türkei überholt worden. Und nicht nur in Kanada konnten wir ab Januar des Jahres besonders grell sehen, wie sehr die Bürgerfreiheit selbst im Westen im dritten Corona-Spukjahr doch unter die Räder gekommen ist. Sehen wir näher hin, ist auch aus G7 inzwischen nur eine weitere reine Zeitgeistagentur geworden, deren Agenda identisch ist mit der von UNO, World Economic Forum, EU etc. Und gewisse Branchenlobbys sind auch mit dabei. Wer hierbei als wessen Subunternehmer agiert, ist absolut zweitrangig. Man kann den realpolitischen Bodenkontakt seit dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges hier längst genauso verloren haben, wie viele nationale Institutionen ihn verloren haben. Es beißt sich die Heißluftschlange der Verantwortungsverlagerung und Verschleierung dann selbst in den Schwanz. Schluss damit. Wir wollen weder eine Fortsetzung des alten Kalten Krieges noch seine Neuauflage. Wir wollen keinen Weltwirtschaftskrieg, keinen Umerziehungsstaat und keine Verplanwirtschaftlichung, wie wir ihn unter den Hauptrubriken Corona und Klima etc. mit Fiskalausbeutung der eigenen Bürger untergejubelt bekommen. Wir wollen Frieden und Freiheit. Sie bitte zum Schluss. Und kommen und kein weiteres Forum für Schönreden, Kriegssätze und Lobbyterrorismus. G7 sollte ein Leuchtturm sein und kein Irrlicht, wozu Sie es machen. Dankeschön. Und zu Protokoll geben Ihre Rede Markus Tönz, SPD-Fraktion, Sevim Dagdelin, Die Linke, Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grüne, Alexander Radwan, CDU-CSU, Jürgen Kose, SPD-Fraktion. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses.